Ich bin kein Chaser, das war ich nie. Und mein Gitarre ist schon bald hier. Ich spiel in Schochau, bei mir gleich um Sieg. Die Frage ist nicht, wer ist der Metternich, sondern wer sind die Metternich? Und Metternich ist eine fürstliche Stritzi-Rock-Band aus Wien. Das Besondere am Jockerl ist, es ist urgemütlich, es haben 55 Leute Platz, es ist intim, es ist schön und es klingt gut. Ich bin der Schlagzeuger. Ich hau eine. Verstehst du? Ein fürstlicher Stritzi-Rock ist ja quasi eine eigene Erfindung von uns. Ist der Stritzi-Rock auf der einen Seite mit den wienerischen Texten und das Fürstliche beschreibt, denke ich, die Komposition des Ganzen. Ja. Also wir versuchen diese Musik auch in einem fürstlichen Rahmen zu präsentieren. Das Ehrliche, das Wienerische und das Otterkringe. Das Jocherl hat einen besonderen, ehrwürdigen Flair. Wir kommen immer gerne hierher und geben unser Programm zum Besten. Lebensgefühl. Lebensgefühl ist ein Wort, das bringt sehr gut auf den Punkt. Also Rock passt dann doch am besten zu uns allen und zu mir auch. Und ich glaube, das ist eine schöne Sache, Rockmusik. Jetzt geht's mal so richtig schlecht. Klassischer Austropop, endlich einmal wieder was Neues. Alltagsorientiert, lustig, musikalisch sehr gut. Der Metternich war so ein Fürst, der hat, glaube ich, so einen Sekt gemacht, den man trinken kann. Aber ist das Werbung? Mir gefällt die Musik, mir gefallen die eigenen Texte. Die Rock'n'Roll-Komponenten, alles, das ist genau meins. Fürstlich, hohe Ansprüche, qualitativ, gut gespielt. Und Stritzi-mäßig, ja, also jetzt keine Angst davor, zensiert zu werden. So wie es lähmert ist und gefühlsmäßig und ja, also das Wienerische. Wer ist dieser Hase da? Ein guter Freund von mir. Guter Freund. Roger.